So, wir wollen jetzt mal schauen, wie es denn weitergeht in diesem unsäglichen Turm. Weil es... Moment. So, die Frage ist jetzt tatsächlich, ob ich, hier in Abschnitt Nummer 2 noch etwas tun kann, weil wir haben ja jetzt den, ja, ich nenne es mal Lava-Dungeon hinter uns gebracht. Das müsste rein theopraktisch, irgendwie weitergehen. Wir haben ja nun eine weitere Aurei und dann Aurea, Verzeihung, Aurei, Aurea, immer das Gleiche. Oh, fuck, Suckers. Und, es ist natürlich die Frage, ob es hier irgendwo weitergeht oder ob ich ein weiteres Portal öffnen muss, oder whatever. Schauen wir einfach mal, würde ich meinen. Ich glaube, ich habe einen neuen Weg entdeckt. Und zwar nämlich an dieser Stelle, wo wir das letzte Mal nicht durch konnten, ist nun das Tor geöffnet. Was mich wohl zu einem neuen Portal führen wird. Ich hoffe es zumindest, weil... Ich bin gespannt. Und so beginnt er. Abschnitt Nummer 3. Okay. Sind auf jeden Fall schon wieder sich bewegende Platten, wie es aussieht. Oh, Kristall. Kristall! Ach du Scheiße, goldene Viecher. Was können die denn, Alter? Okay. Auch nicht besonders viel. Aber sie geben gut Kohle, wie es aussieht. So, jetzt gucken wir doch mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gibt's das? Alter, an die Viecher habe ich ja gar nicht mehr gedacht, ey. Diese schwulen Wächterparodien, ey. Uh-oh. Jetzt habe ich natürlich auch leider kein Accessoire oder etwas in der Art, was mich gegen, ja, diese dunkle Magie beschützt. Okay, das sieht tatsächlich wieder aus wie... Yep. Action Time für meine Supermagie. So, wie habe ich die jetzt gewechselt? Ah ja, okay. Das war's. Wie stelle ich mich denn am besten hin? So vielleicht? Fuck. Okay, das hat wohl nicht gereicht. Scheiße. Okay, da muss ich es irgendwie taktisch anders machen. Jetzt habe ich natürlich auch nur noch eine Knolle. Jetzt muss ich es taktisch irgendwie anders machen. Aber wie? Oh fuck, Alter. Okay, das wird haarig, Alter. Erstens habe ich keine KP mehr, zweitens habe ich keine KE mehr. Oh mein Gott, Alter. Okay. Gut, dann haben wir das auch mal gesehen. Okay, dann ist meine Mission jetzt einfach nochmal den Turm verlassen und beziehungsweise ich kann mich ja von diesen Geistern raus teleportieren lassen. Haha. Weil. Hä? Warum machst du nicht, was ich will? Warum? Okay, anscheinend tun sie... anscheinend tun sie mich nicht mehr rausbefördern, sondern einfach nur noch Damage machen. Okay. Das heißt für mich, ich werde jetzt mal aus dem Turm hier rausflüchten und, ja, irgendwo Heilknollen kaufen. Bis gleich. Okay, ich glaube, ich habe das Ganze hier wieder... zu kompliziert gedacht. Oder? Also ich hätte jetzt gedacht, dass man eventuell diese Schalter in einer bestimmten Reihenfolge drücken muss. Weil... Oh Gott, Alter. Aber anscheinend ist das auch nicht wahr.
Diese Drecksschalter, die bewegen sich immer wieder zurück. Und in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht direkt in der Mitte meinen super geilen, tollen Zauber aktivieren muss. Aber selbst das funktioniert nicht, denn die Schalter tun sich in so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit wieder zurückstellen. Alter, 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 wie soll das funktionieren? Das ist ein Abuse an Mana-Knollen hier, Alter. Vor allem, bis der sich wieder bewegt, sind die Schalter alle wieder auf Position. Okay, 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 ich bin dumm. Ich habe im letzten Dungeon diesen netten Skill bekommen, mit dem man quasi in alle Richtungen schießen kann. Und genau diesen muss ich einsetzen. Ja, da hätte ich auch schon viel früher drauf kommen können. Aber okay. Ihr wisst ja. Torheit schützt vor Dummheit nicht, oder irgendwie. Okay. Das heißt, es kann weitergehen. Schauen wir mal. Alter, ich habe das Spiel tausendmal neu gestartet und probiert und geguckt und gemacht und getan, Alter. Mana-Knollen immer wieder gekauft, ich Dummkopf, Alter. Dabei habe ich ganz vergessen, dass ich diesen netten Skill bekommen habe. So, jetzt gucken wir doch mal. Fick dich, Junge. Ich würde nämlich gern zu dem Kristall kommen. Haha, hier ist der. Denn es hat sich einiges getan. Ich habe ein Level-Up bekommen, ich habe alle Heil-Items voll gekauft und ich habe meine KE-Energie etwas erhöht. Was, denke ich, nur von Vorteil sein kann. Außerdem habe ich auf dem, beim Hinauslaufen einen Schalter aktiviert, so wie diesen hier. Das wäre Nummer 2. Und noch ein paar Dinge gefunden. Eine Wunderknolle, glaube ich, und noch ein Kristall. So. Gut, dann glotzen wir doch einmal, was der andere Weg für uns bereithält. Oh, fick dich, Junge. Ernsthaft? Ich glaube, hier ging es nochmal weiter, oder? Beziehungsweise, Moment, hier ging es weiter. Jo, den Wächter lassen wir jetzt mal Wächter sein, würde ich sagen. Jo, Crit, yeah! So sieht's aus. Kann es sein, dass es hier noch zu einem anderen Schalter geht? Ich weiß nicht, ob es 3 oder 4 Schalter sind. Ich habe keinen Plan, aber ja. Es wird ja schon irgendwo weitergehen, denke ich. Aha. Okay. Das ist der letzte Schalter, weil ich weiß es nicht. Okay, wir sind in der Eingangshalle von Abschnitt 3 und hier hat sich eine Brücke aufgetan, wo wir endlich das nächste Portal finden. So, was heben wir als nächstes aus den Tiefen des Ozeans? Die Titanic eventuell? Ja, ich weiß es nicht. Eidar. Oder Aedar. Ich nenne es Eidar, hört sich besser an. Nein, ich meine nicht Eidar von Resident Evil. Obwohl mir sie schon fast lieber wäre, glaube ich, wie der nächste Kontinent. Der nächste Kontinent bedeutet automatisch nächster Dungeon. Oh, schön. Eine Wüsteninsel. Denke ich. Haben wir jetzt vielleicht die Tiere befreit? Die Menschen? Oase der Tiere. Oh, nice.
So ein Tierparadies, wie es aussieht. Die Herden zogen hier einst umher. Wusch. Heute weilt dort Dürre und Hunger. Das ist ungeschickt, möchte ich meinen. Aber eines Tages mögen sich dort wieder die Tiere des Landes laben in ihrer Wollust. Moment, habe ich die Tiere jetzt befreit oder nicht? That's a very good question. Ach Mensch, ganz da unten, wie soll ich denn da hinkommen? Ich musste ja mein Flugzeug und mein Schiff aufgeben. Abgeben musste ich es. An diesem Tag kehrte Ada aus den Tiefen des Meeres zurück. Nice! Cool! Wo bin ich? Der Fuß der Selur? Der Vulkan hat sich wieder beruhigt. Ah, hier drüben! Eine Möwe. Also sind die Vögel zurückgekehrt. Ich sollte mit dir sprechen. Das solltest du wohl. Ich wundere, die Vögel sind zurückgekehrt. Ah, Hi, Möwe. Hallo, Ark. Unser König Kurungs möchte dich sprechen. Sag mir, wenn du zu ihm willst. Okay. Halt dich gut fest. Yeah! Wie es aussieht, ist Dumbar nicht mehr. Er wurde abgelöst von Kulux. Du musst unser Retter sein. Wir haben lange geschlafen. Danke für unsere Rettung. Ja, ja, bitte. Ich hatte das Thema schon mal, deswegen war ich in Übung. Willkommen auf der Spitze des Selur. Die warmen Winde des Vulkans helfen uns, die harten Winter zu überstehen. Okay. Hier oben ist es das ganze Jahr über warm. Der Feuerberg beschenkt uns mit seinen lauten Winden. Okay. Und mit seinen Samen. Hi. Willkommen. Ich kann Magieknollen kaufen bei dem Kollege. Das werde ich definitiv tun, bis ich kein Geld mehr habe. Sehr gut. Ansonsten Heilung brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Ich könnte noch ein paar Mana-Knollen safe dazu kaufen für den Fall der Fälle. Sehr gut. Okay, hochklettern kann ich nicht, obwohl ich die Krallen habe. Willkommen! Okay, für magische Kristalle. Ja, mach mal. Zumindest um eine Stufe. So, weiter geht's. Well, Freude, die warme Frühlingsbrise wieder unter meinen Flügeln zu spüren. Wie lange nur sind wir im Schlaf gelegen? Zu lange, wie es aussieht. Wow! Dumbar, was ist mit dir passiert? Willkommen im Vogelfelsark. Ich bin Kurux, der König der Vögel. Ich sehe genauso aus wie Dumbar, aber egal. Er ist mein Zwillingsbruder. Ich danke dir für unsere Rettung. Das Land ist noch nicht vollständig geheilt. Ich suche einen Teil einer kosmischen Macht, das Aurea. Von einem Aurea habe ich noch nie etwas gehört. Ich würde dir trotzdem gerne bei deiner Suche helfen. Ich hatte eine Vision von einer riesigen Insel mitten im Ozean. Ich glaube, dass ich dort suchen muss. Das muss Ada sein, die Heimatstätte der Tiere. Im kalten Winter ziehen die Vögel von überall dorthin. Doch es erreichte nicht Kunde, dass das Land dieses Jahr verdorrt sei. Ich will mir das ansehen. Wie komme ich nach Ada? Zwischen Baelna und Kaldan liegt Guania. Von dort würde ich eine Möwe nach Ada bringen. Yay, vielen Dank für diese Information, Digga. Wir sehen uns bei der Möwe wieder. So, ich bin angekommen, wo ich wollte. Hallo Ark, ich kann dich nach Ada bringen, ins Paradies der Tiere. Dann tun wir das. Oh cool, sogar diese Animation hat's hier reingeschafft. Das finde ich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen, für ein RPG-Maker-Spiel, also Hut ab. Also wenn man das nicht besser wüsste, dann könnte das durchaus ein Super Nintendo-Game sein hier. Definitiv, also die...
Die Engine ist schon toll, muss ich sagen. So. Gut, es wurde ja nicht direkt mit dem RPG Maker gemacht, sondern mit einem anderen, ich glaube, ähnlichen Programm, aber trotzdem, Hut ab. Oh nein. Oh nein, soll das etwa sowas Ähnliches wie die Safari sein? Moment, nicht Safari, die Savanne. Sue hieß es, glaube ich. Ja. Ach du Scheiße. Dürre. Gut, das hier dürfte dann wahrscheinlich wieder dieser merkwürdige Tempel sein, der wahrscheinlich erst später eine Bewandtnis haben wird. Ja. Oh ja. Okay. Ja, nice. Gut. So, dann schauen wir doch mal, was es hier sonst noch gibt. Gibbet. Geht's hier rein? Nein. Hier geht's rein. Hajol! Okay, ich kann meine Waffe nicht ziehen, das heißt, ich muss auch nicht kämpfen. Gut, aber schwimmen kann ich immer noch nicht. Ha. Dann werde ich wahrscheinlich als nächstes dieses Schwimmblatt bekommen, nehme ich an. Wenn es hier schon so schwimmelig aussieht. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas geht. Nope. 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 Okay. Oh nein, es ist schrecklich! Was ist passiert? Der Fluss Nah ist ausgetrocknet. Er spendet den Tieren, überwinternden Vögeln kostbares Wasser. Bitte sieh für mich nach, ob der große Echidnsee noch Wasser führt. Okay. Der Echidnsee. Wo könnte der See sein? Wahrscheinlich hier, aber er führt kein Wasser, wie man sieht. Was ziemlich merkwürdig ist. Kann ich hier runter? Nein. Kann ich hier? Aha. Okay, bringt mir auch nicht wirklich viel, aber wir haben es mal probiert. Ach, da oben geht's weiter. Okay. Gut, 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 gut. Hi. Was ist dein Begehr? Achso. Eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Okay, das heißt, ich kann hier nur einkaufen, aber irgendwie nichts tun. Ich meine, das hier muss ja wohl der See sein, aber ich habe keine Ahnung, inwiefern das für mich jetzt relevant wird. Weil hier gibt es auch nichts. Muss ich vielleicht doch in Hajol glotzen? Ich meine, es sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwas geben würde. Außer einen reißenden Fluss. So, und hier haben sie doch Wasser. Ich weiß gar nicht, was die Tiere wollen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen in der Bredouille, muss ich sagen, weil ich keine Ahnung habe, was ich tun muss. Bitte beeil dich. Ja, ich beeil mich. Wenn ich wüsste, wohin, dann würde ich mich beeilen. Du Stück Tier. Sehr merkwürdig. Gut, dann gucken wir mal uns in der Dürre um, weil Dürre sagt ja schon aus, was hier los ist. Ich werde wahrscheinlich in diesem Tempel auch nichts tun können. Nein. This my girl is really stranger. Okay, dann werde ich mal schauen, was ich als nächstes tun muss, irgendwie, irgendwo. Okay, ich musste mich nur an diese Stelle hinstellen. Alles ist verdorrt, der See ist komplett vertrocknet, die Hitze lässt sogar den Boden aufspringen. Aber was ist das? What? Ein Urea-Teil direkt vor meiner Nase? Freu dich lieber, nicht zu früh. Ja, das glaube ich auch. Es könnte eine Trap sein. Was ist denn diesmal, du miese Peter? Ich spüre ein starkes Kraftfeld um die kleine Insel. Das Urea wurde nicht zufällig hier platziert. Gut, dann muss erstmal dieser Fluss wieder Wasser führen. Danach kann ich immer noch das Kraftfeld zerstören. Ich hoffe, das hat nichts mit dem maskierten Wächter zu tun. Ich glaube eher, es waren die Einheimischen. Auf Ada leben die Yel-See, ein friedliches Echsenvolk. Vielleicht hat sie der ausgetrocknete Fluss feindselig werden lassen. Na schön, ich werde erstmal der Möwe alles erzählen. Yeah, erzählen wir der Möwe alles. Warst du schon beim See? Wie sieht es aus? Er ist komplett vertrocknet. Wie furchtbar, so überstehen wir den nächsten Winter nie. Es muss auch möglich sein, dass der Fluss wieder Wasser führt. Ich würde gerne dabei helfen. Das würdest du für uns tun, Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum der Fluss vertrocknet ist, aber ich kann dich in die Nähe der Quelle bringen. Na dann, machen wir das.
und landen wahrscheinlich direkt in unserem nächsten Dungeon. Da sind wir. Im Flug habe ich gesehen, dass das Flussbett beschädigt ist. Das sah natürlich nicht nach aus. Oder was? Aber auch die Quelle scheint versiegt zu sein. Was ist hier nur geschehen? Ich habe es auch gesehen. Das waren diese Echsenwesen. Da bin ich mir sicher. Ich werde sehen, was ich tun kann. Großartig. Ich werde hier warten. Wenn du wieder runter willst, dann sprich nicht mit mir. Alles klärchen. Im Bärchen. Oh nein, nicht die... Oh Gott, nicht diese Ficker. Ah, okay. Zum Glück, they are not... Oh nein. Chill dein Leben, Junge. Explodieren die auch? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Bam. 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 Oh fuck, 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 oh fuck. Alter, sind diese Viecher lästig hier. Weg mit dir, Junge. Blödes Drecksviech. Na 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 na. Hi. Was geht hier für ein Film? Du hast hier nichts verloren, Fremdling. Verschwinde, bevor wir dich töten. Okay. Das muss wohl eine Mauer sein, die sie da bilden. Ich weiß zwar nicht vor wem und vor was. Vor mir wahrscheinlich, aber... Ha! Da haben sie sich den Falschen ausgesucht, glaubt's mir, Leute. Da haben sie sich den Falschen ausgesucht. Oh, fickt euch, Alter. Ich bin mir noch unsicher, ob ich vielleicht offscreen eine kleine Level-Session noch einlegen werde hier. Mal sehen, wie weit wir im heutigen Part kommen. Na, 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 na. Nein, warum wird's jetzt trüb und dunkel? Why? Kann ich hier hoch? Yep. Okay. Ach nö. Zurück, Menschling, deinesgleichen ist nicht erwünscht. Okay. Was soll ich denn dann tun? Ich hätte eine Idee. Ich könnte so einen Echsenkrieger schlachten, seine Haut über mich ziehen und dann bin ich einer von ihnen. Haha. Das wäre glorreich. Moment, da ist ja auch ein Eingang. Ich sehe es nicht. Jupp. I don't erkenne it. Hier sind wieder die Echsen. Ich bin ein bisschen gewohnt, ehrlich gesagt, dass man die Gegner one-hittet. Oh, fick dich doch. Aber das ist bei dem Spiel, glaube ich, nicht so angesagt hier. Nö. Schade eigentlich. Es würde doch einiges leichter machen. Vor allem diese Viecher, die gehen mir richtig auf den Zeiger. Oh, mein Gott. Hab das bald. Krit, Alter. Kusch. Oh, was hier? Der Fluss wurde zerstört. Finde die Spektralsplitter, Spektralsplitter und setze sie in die Säulen ein. Ihre Kraft wird den Flusslauf wiederherstellen. Ah, Eierhaken. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Moment. In diese Säulen wahrscheinlich. Die Säulen, okay. Oh mein Gott, wo kriege ich diese blöden Splitter her? Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, meine Freunde. So, hier geht's noch rein. Nein, Echsenalarm. Oh Gott, ich mache ja gar kein Damage, Alter. Ich meine, zum Glück wollte ich sagen, haben sie nicht so viel Leben. Nein! Alter, nicht diese Drecksviecher. Oh, oh. Können die... Oh nein, oh Gott, verpisst euch. Ach, sie können vergiften. Ich pack's nicht, Alter. Ich pack es nicht. Oh Gott. Ach fuck, hier muss ich auch einen Splitter reinsetzen. Hä? Okay, jetzt ist tatsächlich die Frage, wo bekomme ich diese Splitter her? Ich meine, hier kann ich hoch. La 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 la. Okay, ich hoffe, dass ich eine coole Waffe demnächst bekomme, die mich ein bisschen stärker macht gegen diese Viecher, weil das ist echt, das ist lame, Alter. Das ist richtig lame. Oh, und diese Viecher gehen mir auf den Keks, ey. Oh mein Gott. Hier wird einiges an Heilung verbraten gehen, glaube ich. Flöten gehen so, da unten ist eine Kröte wieder. Mhm.
Verreck doch, Alter. Gibt's das? Gib it dit. Oh Gott, Alter, dieser Dungeon macht mich jetzt schon verrückt, ey. Ja, ich glaube, ich werde... Ach du Scheiße. Ja, keine Rücksicht auf Verluste. Keine Rücksicht. Ach du meine Fresse. Gut, ich denke, ich werde den Dungeon so ziemlich ficken, Alter. So ziemlich offscreen erledigen, weil er mich nervt. Vor allem nervt es mich, dass ich die Gegner nicht one-hitten kann. Okay, hier ist Niggas. Alles klar, dann sehen wir uns mal wieder, wenn irgendwas passiert hier. So, in diesem Raum habe ich gegen einen Golem gekämpft. Ich bin ein Geist der Erde. Zum Dank für meine Befreiung werde ich dir zur Verfügung stehen. Setze meine Fähigkeit wie einen Zauber ein. Ich kann dir dabei helfen, den Flusslauf wiederherzustellen. Doch meine Kraft reicht nur für ein einziges Mal aus. Okay. Hat er das jetzt schon getan oder muss ich das noch irgendwie manuell tun? Ich weiß es nicht. Ich habe zumindest nichts in der Richtung. Obwohl, Moment. Das hier. Aha. Okay. Diese Viecher hier, die kann man am besten mit unserem Super-Kettenfeuer Bam! Sperrfeuerangriff fertig machen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Waffe, 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 Waffe. Oh nein, ein Spektralsplitter. Oh, cool. Nice. Schön. Toll. Schau nur, Ark. What? Hier ist ein Riss im Flussbett. Okay. So würde der Fluss hier ins Erdreich fließen, anstatt den natürlichen Verlauf zu folgen. Wir müssen den Riss schließen, bevor du die Quelle freilegst. Wie soll ich das anstellen? Es gibt Wesen mit der Macht über Erde und Gestein. Wenn du so ein Wesen findest, hilft es dir vielleicht. So eine Art Erdgeist. Du bist ja doch so schwer vom Begriff, wie ich immer dachte. Und jetzt ab in die Arbeit. Danke, das habe ich schon. Ich habe schon einen Erdgeist gefunden. Gucken wir mal, ob er das tatsächlich Automatik für uns macht. Komm her, du Vogel, Alter. Yeah, yeah, yeah. Aha, ah, ah. Ich glaube, die schlimmsten Gegner momentan sind diese Echsen, weil immer hüpfe ich in sie rein. Hier, der Sonic Thrust ist der einzige Angriff, der ihn irgendwas abverlangt. Okay, ich kann hier nichts tun. Moment. Muss ich jetzt die Fähigkeit einsetzen oder was? Ich kann hier nichts für dich tun. Okay, alles klar. Das heißt, man kann es nicht umsonst verschwenden, sondern muss es an bestimmten Stellen automatisch tun. Hier vielleicht. Aha! Ach so. Ach so, ach, das ist der Riss. Okay, das heißt, er wird zum Stein. Nice. Gut, damit hätten wir einen Riss schon mal geschlossen und einen Spektralsplitter gefunden. Und ja, dann gucken wir doch mal. So, wir versuchen es jetzt mal an einem Baumstumpf. Ark setzt einen Spektralsplitter in die Säule ein. Der Splitter beginnt zu leuchten und die Felswand scheint rissig geworden zu sein. Welche Felswand? Hä? Okay, das muss ja wohl irgendeinen Effekt haben. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal in diesem ganzen Dungeon noch herumlaufen. Apropos, kleine Notiz an mich selber. Ich hätte Gegengifte kaufen sollen. Und, weil diese Viecher sind richtig behindert, Alter. Aber die schlimmsten Gegner in dem ganzen Dungeon sind, ich habe meine Meinung geändert, diese Dinger hier. Ich hasse es, wenn sie sich unverwundbar machen und wie verfickte Irre, Alter, hier hin und her kraxeln. So, 4 Spektralsplitter und 1000 Gegner später. Das war's, der Flusslauf ist vollkommen wiederhergestellt. Jetzt kann ich die Quelle öffnen. Das werden wir natürlich tun. Beziehungsweise im Moment. Es kann sein, dass die Quelle irgendwo da oben ist, eventuell. Da oben ist noch eine Kiste, aber an die bin ich jetzt noch nicht rangekommen. Oh. Sie fragen mich nicht, wenn ich irgendwas falsch mache jetzt und der Flusslauf wiederhergestellt ist, nicht, dass ich dann irgendetwas verpasse. Das wäre ein bisschen blöd. Gut, die andere Frage ist es tatsächlich, wo muss ich hin? Haha, haha, haha. Ah,
Karak. Halt, Mensch! Keinen Schritt weiter, hier beginnt das Reich der Yeltsin. Bist du für alles verantwortlich? Du hast keine Ahnung, in was du dich einmischst, kleiner Mensch. Ja, ich habe die Quelle versiegelt und das Flussbett zerstört. Alles unwürdige Leben muss vernichtet werden. Das ist Wahnsinn. Nein! Das ist Sparta! Ihr zerstört euer eigenes Land. Wie kann man so etwas nur wollen? Wenn das hier zu Ende ist, werden wir reich für unseren Einsatz belohnt werden. Und ich, Karak, habe Karies. Werde über diese erbärmliche Insel herrschen. Daraus wird aber nichts, denn ich werde dich hier und jetzt aufhalten. Nichts kann mich mehr aufhalten. Dies ist deine letzte Chance, Mensch. Verlasse diesen Ort und dein Leben wird vielleicht verschont. Die Yeltsin dulden keine Eindringlinge mehr in ihrem Land. Okay, was für ein Monster. Urteile nicht zu schnell, Ark. Oh, Fluffy, Alter. Hast du nicht gehört? Er klang sogar fast wie ein Dämon. Trotz allem ist er ein fühlendes Wesen aus Fleisch und Blut, aber etwas an seiner Art gefällt mir nicht. Er wirkte vollkommen anders als seine Begleiter. Ich werde ihm folgen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass er etwas mit dem Aurea beim See zu tun hat. Nun, gib auf dich Acht. Vielleicht findest du ja Stammesangehörige, die dir gegenüber nicht feindselig sind. Diese primitiven Wesen bilden Stämme? Nicht nur das. In der Nähe müsste sich ein Dorf von ihnen befinden. Versuch dort dein Glück. Damit ich ins offene Messer laufe? Ich weiß nicht recht. Ja. Tja, was soll ich sagen? Also, Fluffy ist mir doch schon wieder sehr unsympathisch, muss ich sagen. Weil er weiß tatsächlich zu viel. Okay, er stammt wohl aus dieser Welt und bla bla blub. Aber es ist trotzdem sehr merkwürdig, dass er tatsächlich eigentlich so gut wie alles weiß. Es ist schon sehr komisch. Oh, hi. Aha, wir dürfen gegen sie kämpfen. Oh mein Gott, Alter. Jetzt können sie sogar schon mit ihren Schwertern schmeißen, Alter. Ich pack's nicht, Alter. Dann halten sie noch aus wie Scheiße, ey. Oh. Fremder, noch ist es nicht zu spät umzukehren. Ich würde Karak von deiner Dreistigkeit berichten. Tu das, Judas. Oh, liegt da oben ein neuer Speer? Oh mein Gott, sie tatsächlich... Fick dich, Junge. Sieht tatsächlich so aus, Alter. New Weapon. Das wäre natürlich ziemlich nice, so. Okay. Ich würde auch mal gern speichern, wenn es sein muss, aber ich... komme nicht so oft an Save Points vorbei, ehrlich gesagt. Weil ich würde dann demnächst nämlich auch das Video beenden. Hier, du Fisch, Alter. Geh kacken, Junge. Ha, oh mein Gott, dieser Dungeon ist so riesig, Alter. Er ist einfach zu riesig. Jetzt kommt der so einer schon wieder. Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich die effektivste Methode. Oh. Natürlich auch die langweiligste, aber... Was will man tun? Vorhof. Zur Hölle. Da ist er. Ich muss Karak warnen. Du dahinter, rede daran, das Lager zu betreten. Du mit der schicken Friese. Was wollt ihr denn, Jungs? Was wollt ihr eigentlich, Alter? Bamsen, Alter. Ich bin schneller wie der Blitz, Alter. Oh, jump doch drauf, Junge. Jumpy, Jumpy. Hi. Aber bevor ich mich hier irgendwie in irgendein Gefecht begebe, würde ich eigentlich doch ganz gerne gucken, ob ich da unten irgendwie an diese Waffe hinkomme. Ach, der hier soll sich um mich kümmern. Pff. Alter! Renne doch, wenn ich das möchte, Digga. Oh, Junge. Die Kämpfe sind mega anstrengend, muss ich sagen. So, hier brauche ich wahrscheinlich auch wieder zwei Splitter. Na, nochmal so einer. Und das hier macht gar keinen Schaden. Das ist verrückt. Aber vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr Magie benutzen. Bamsen, 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 Bam. Jetzt jumpt. Oh, Alter, jetzt sprintet er wieder nicht, wenn ich das will. Dorf. Okay. Und nicht vergessen, wir müssen das Tor schießen, wenn der Mensch ankommt. Aber Moment. Er ist schon da.
Er ist da, schnell, lass uns das Tor verschließen. Danke, dass ich sehen durfte, wie ihr das Tor verschlossen habt. Das heißt, ich weiß, wie ich es auch wieder öffnen kann. Ah, ihr seid nicht die Schlauesten. Gut, das heißt, hier ist erstmal Ende Gelände, oder? Ja, sieht so aus. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich bin angekommen an besagter Stelle und bekomme einen Schlüssel. Ha! Huh. Doch keine neue Waffe. Okay. Dann ist jetzt die Frage, der Schlüssel ist für was? Das würde mich dann natürlich schon interessen. Oh, es laggt gerade ein bisschen. Das ist äußerst ungünstig. Äußerst ungünstig. Gut, ich glaube, ich werde mich an dieser Stelle töten lassen. Und komme dann so zum Speicherpunkt zurück, weil es ist langsam Zeit. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, kommentieren, liken. Und dann gucken wir mal, ob wir den Echsenmenschen das nächste Mal das Leder über die Ohren ziehen können. Bis dann, ciao.